herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge von A Story About My Uncle. Wir sind jetzt das letzte Mal über diese Steine zu diesen Steinen gekommen und müssen jetzt weiter was mit Steinen machen. Also Spannung pur, Leute. Wuhu! Yeehaw! Geil, das funktioniert. Yep. Okay, komm. Yes. Okay. Ja, das sind jetzt nur die Steine. Das sind einfach drei Steine, dann sollte ich sagen, oder? Yep, dann nicht. Einfach drei Steine, dann sollte ich haben. Sage ich in so einem Spiel. Ja, moin. Yes. I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Oh damn, schon haben wir unsere Boots wieder verloren. Ey, das kann auch nicht sein. Mann. Och, Mann. Ey. Ja, ne? Smart wie immer. Einfach drauf losgesprungen gerade. Wie ein richtiges Genie. Kann ich da... Ja gut, da kann ich landen. Ich wollte schon sagen, ich habe jetzt meine coolen Boots gar nicht mehr. Okay, zählt endlich raus. Nein, es geht nur weiter rein. Ach man. Oh, aber das sieht aus, als würde es rausgehen. Oh yeah. Was war das? Ich wollte eigentlich nur so. Zack. 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 Boah, das geht ja aber gut. Flup, Junge. Oh, so viel dazu. Ich habe ja meine Boots gar nicht mehr. Jetzt bin ich am Anfang. Ja, moin, Leute. Dammit. Clean. Einfach clean geht das hier durch. Und zack, den einen so übersprungen, wer braucht den? Jetzt mal in die Mitte gemacht, top. Muss ich hier überhaupt runter? Ich glaube, ich musste hier nicht runter. Nein, muss ich definitiv nehmen. Oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch, geil, wuhu! Yippie! Ha, ausgetrickst. Boah, guckt euch das an, ey. Wie elegant. Einfach schön. Zack, jetzt Treppen hoch und dann bin ich hoffentlich draußen, ey. Ne? Okay. Zack, Save Point. Und jetzt? Ach da. Muss ich da hoch? Du weißt es gar nicht. Aber ich kann zumindest. Muss ich wahrscheinlich da hoch. Nope. Ha! Schwierig. So. Ah, hier, okay.
Weiter und dann sind wir jetzt raus. Ah, dann. Mann, ich will nicht mehr in diesem blöden Eisberg drin sein. Oh. Shit, ich kann mich nur wiederholen, ey. Zack. Ja. Da geht's direkt hoch, perfekt. So. Dann. Ah, da, okay. Hey. Hey. Nein. Ach Gott. Ach, geschafft. So. Dann bin ich hier hoffentlich raus. Uah. Nein, ich bin dumm. Nein. Och man. Warum bin ich denn so dumm wie Scheiße? Ich komm schon wieder nicht raus, ey. Mann. So. Oh Gott. So, jetzt aber. Zack und dann zack. Zack. Oh ja, nice, nice, nice. Oh, zum Glück habe ich da gespeichert. Moin. Bisschen balancieren hier. Woo. So. Das sieht wie ein Ausgang aus. Tatsächlich. Das gucken wir jetzt. Wir gucken jetzt erstmal hier einmal kurz. Weil das da sieht wie ein Secret aus, oder? Muss ich da raus? Ne, da komme ich weg, weil da liegt was. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist hier die Frage. Ach hier, okay. Okay, 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 okay. Zack. So. Dann wollen wir mal, ne? Okay, ja, da oben geht's eben tief lang. Ah! Ups. Nein, oh Gott. Ich bin ein bisschen stuck. Nee. Warum lass mich da landen? Lass mich da landen. Ja. So, dann gehen wir hier rüber. Zack. Nein, da war doch der Speicherpunkt. Oh, hier geht's wirklich nicht. Ich musste sogar hoch. Gibt's noch irgendwas extra? How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway,
Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good point. I guess he didn't really think of that. So was? Ich dachte, ich bekomme jetzt irgendwas. Ach man, dann nicht. Ach, und ich dachte, ich habe da ein Secret, aber ich muss da hoch. Ach man. Stell dir jetzt mal vor, ich wäre jetzt hochgegangen, dann wäre es der richtige Weg. Und dann, ne? Welcher Rip? Welcher immer Rip? Dann hätte ich diese tolle Unterhaltung nicht mitbekommen. Oh, toll. Hat wirklich toll gewonnen. Hat der Renox, ey. Oh, Horn. Oh, spiel dieses Spiel überhaupt. Ich bin so goddamn bärala. Ich weiß nicht mal da hochzukommen. Jetzt aber. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann zack. Oh, saftig. So. Bam. Geht doch. So. Da ist aber ein Secret. Ha! Wusste ich's doch. Nö. Also hör weg. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Gar nichts. Achso, ich brauche noch zwei Dinger. Upsala. How? I found another one of Fred's campsite, noticeably newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. That should do it. Good as new. Nice. Wir sind immer noch in diesem scheiß Berg drin. Ja, aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für die Folge. Und wir gucken dann, ob wir in der nächsten Folge hier rauskommen. Ey, meine Güte. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, teilt, was auch immer. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Ne? Tschüss.